Ja, herzlich willkommen hier auf Aktielust TV. Ja, heute wieder mal zu einem Spezialvideo Thema Dividendenaktien. Ja, heute habe ich auch einen entsprechenden Beitrag in der Bild-Zeitung. Ja, Dividenden sind die neuen Zinsen und daran ändert aus meiner Sicht auch nicht die Tatsache etwas daran, dass wir momentan wieder mal ja hohe Zinsen vordergründig haben, aber die sind eben auch der nach wie vor zu hohen Inflation geschuldet. Und gerade hierzulande bewegen wir uns eben nach wie vor in einem Umfeld negativer Realzinsen, weil wenn ich eben die zu realisierenden Zinsen bei Geldwerten von der Inflation abziehe, ist immer noch Vermögensverlust unter dem Strich da. Deswegen ist es wichtig, sich mit Dividendenaktien zu beschäftigen, weil hier winken neben den Ausschüttungen eben auch noch zusätzlich mögliche Kursgewinne. 7 Aktien habe ich in meinem Bildbeitrag da vorgestellt, die aus meiner Sicht durchaus interessant sind für Dividendenfans. Wie sieht es jetzt technisch aus bei diesen 7 Aktien? Da freue ich mich wie immer, dass ich Christian Henke von IG Broker dabei habe und sage herzlich willkommen, lieber Christian. Hallo Jürgen. Ja, aber bevor wir jetzt auf unsere 7 Aktien zu sprechen kommen, natürlich kurzes Wort zur Marktlage. Ja, da gibt es ja 2 Themen, die momentan so ein bisschen die Akteure, ein bisschen die Stimmung verhageln. Einmal ja negative Wirtschaftsdaten aus China, ja, wo man einfach sieht, okay, hier die Wirtschaft kommt nicht ins Laufen. Da hängt natürlich auch die deutsche Wirtschaft stark dran. Deswegen bei uns auch negative Stimmung. Und auf der anderen Seite ja fast schon zu positive Konjunkturdaten in den USA, ja, die Frage stellen, ja, bleibt es bei dem einen Zinsschritt noch, den Experten erwarten, dass die Fed die Leitzinsen nochmal um 25 Basispunkte irgendwann im Jahresverlauf erhöhen? Oder gibt es doch noch mehr? Ja, wie siehst du die aktuelle Gemengelage? Also was natürlich aktuell auffällt, und da will ich jetzt erst einmal wirklich ganz auf die andere Seite der Weltkugel, ist Japan. Also die japanische Börse, die legt so richtig einen Vorwärtsgang ein. Ja, da sind die Konjunkturdaten wirklich überraschend gut. Überraschend gut auch in den Vereinigten Staaten. Ja, und das ist natürlich, was uns alle, wie du schon gesagt hast, doch ein bisschen jetzt so ins Grübeln bringt. Ja, was haben jetzt eigentlich die Zinserhöhungen so richtig gebracht? Also abgewürgt wurde die Wirtschaft dadurch nicht. Aber letztendlich, was uns natürlich auch so aktuell so ein bisschen schwer auf dem Magen liegt, ist natürlich auch, dass der US-Bankensektor so ein bisschen jetzt ins Fadenkreuz gerät. Das heißt also, Schlagwort ist hier Bonitätsabstufung. Das erschwert die Lage ein wenig. Natürlich China oder China, je nachdem, wie man es ausspricht, das ist natürlich auch ein zentrales Thema. Ja, also so stark wächst die Wirtschaft nicht mehr, dass, wie du schon gesagt hast, wir hängen am Tropf von ja das Reich, praktisch das Reich in Mitte. Und das ist natürlich, was uns letztendlich alles bewegt. Natürlich, klar, wir sind im Sommerloch, Jürgen, das spürt man, das kommt noch obendrauf. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, was tun? Ne? Ist jetzt guter Rat teuer? Nein, es ist ja schon gesagt worden, wir haben einige sehr interessante Dividendenaktien. Und wenn man sich mal anschaut, jetzt den DAX. Der DAX ist ein Performance-Index und der hat so in den letzten 35 Jahren so um gut 7,8% zugelegt, aber natürlich dank der Dividenden und die ja nun mal in den letzten Jahren und Jahrzehnten doch üppig geflossen sind. Der Kursindex des DAX, den die wenigsten so oft auf der Rechnung haben, der ist lediglich um 5% gestiegen. Aber wenn wir uns dann einen anderen Subindex mal anschauen, das ist der DAX-Dividendenindex, der natürlich klar, der schlägt alle anderen und das ist natürlich auch, was letztendlich auch für die mittel- bis langfristige Vermögensanlage, Vermögensaufbau natürlich sehr wichtig ist, Aktien sich ins Depot zu legen mit einem soliden Geschäftsmodell und natürlich auch mit üppigen Dividendenzahlungen. Und wie du schon gesagt hast, Sommerloch, Sommerkonsolidierung, es ist ja immer so, wenn die Kurse zurückkommen, dann konzentrieren sich Analysten, Experten auch auf die vermeintlich schlechten Nachrichten. Ja? Und dann bekommt das Ganze natürlich dieses Fundament,
Ja, ach so, deswegen ist die Börse schwach. Ja, und umgekehrt natürlich, wenn die Kurse steigen und toll sind, da lässt man diese Fakten außen vor, weil natürlich haben wir nach wie vor diese Inflationsentwicklung, die wir beachten, da hat sich auch nichts dran geändert. Wir haben China, wo wir ja eigentlich auch davon ausgehen, dass da auch wieder monetär gestützt wird, und irgendwann ergeben sich dann wieder diese Kaufsignale und auf einmal werden die Nachrichten auch wieder positiv interpretiert. Wichtig ist beim Thema Dividendenaktien, deswegen ist das jetzt auch für mich so spannend. Ich meine, die haben jetzt oft nicht diese Kursfantasie. Von daher schaut man sich solche Titel am besten dann an, wenn ja die Kurse ein bisschen unter Druck stehen, wenn die Märkte konsolidieren, dann sammle ich am besten Dividendenaktien ein, weil dann habe ich eben zur Dividende, die oft ja sehr, sehr kontinuierlich bezahlt wird, auch noch ein bisschen Kursfantasie dazu. Auf alle Fälle, und gerade wenn man sich jetzt auf langfristige Vermögensaufbau auf die Fahne geschrieben hat, da ist es natürlich wichtig, jetzt sich wirklich Unternehmen anzuschauen, die jetzt nicht jetzt, wir wissen ja auch erstmal nicht, warum eine überdimensional hohe Dividende zahlen. Das kann Sonderausschüttungen zur Folge haben, Unternehmensbereiche wurden verkauft oder andere Gründe. Nein, es sind die Unternehmen wichtig, die über einen sehr langen Zeitraum eine hohe Dividende ausschütten und die dann auch immer sukzessive eigentlich steigern. Das ist, was letztendlich für uns wichtig ist, um auch von solchen Werten zu profitieren. Natürlich muss man mal sagen, und da kann man natürlich fürstlich drüber streiten, wie man jetzt letztendlich das Pferd aufzäumt. Ich sage, ja, ich schaue mir natürlich das Unternehmen fundamental an. Ich schaue mir das Unternehmen technisch an. Und für mich persönlich ist die Dividende so, würde ich mal sagen, die Kirsche praktisch auf der Sahne, was also für mich natürlich auch ein zusätzlicher Ertrag ist, neben dem zu erwartenden Kurs plus. Aber letztendlich natürlich für diejenigen, die aber wirklich sagen, ich habe jetzt ein Kapital, ich möchte das jetzt für die nächsten 10, 20 Jahren letztendlich anlegen, da ist natürlich die Dividende entscheidend. Und da ist natürlich auch entscheidend, dass ich natürlich möglichst günstig einkaufe. Das bedeutet natürlich eine hohe Dividendenrendite. Aber letztendlich beide Wege führen zum gleichen Ergebnis. Und das sehe ich eigentlich so am besten wäre natürlich, wenn ich ein Unternehmen habe, was fundamental gut aufgestellt ist, was eine hohe Dividende zahlt, aber was nach Möglichkeit auch sich schon in einem langfristigen Aufwärtstrend befindet. Weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich neben der Dividende dann auch vielleicht auch über die nächsten Monate und Jahre, aber auch dann deutliche Kurssteigerungen erzielen kann. Also eine Frage noch, bevor wir uns jetzt die 7 Aktien anschauen, die ich jetzt heute herausgepickt habe. Wir haben ja hier Titel dabei, teilweise mit echt hohen Dividendenrenditen. Ja? Jetzt ist es ja so, in den USA werden Dividenden quartalsweise ausgeschüttet. Das heißt, dann macht sich der Dividendenabschlag im Chart nicht so bemerkbar. Hingegen natürlich bei uns, wenn ein Unternehmen wie eine Allianz oder ein Autobauer 6-7% ausschütten, haben wir erstmal so einen Abschlag. Wie baut ihr das in technische Analyse ein, in diese Überlegung? Weil so 6%, da ist auch schnell mal irgendwie eine Unterstützungszone nach unten durchbrochen. Im Grunde würde ich mal fast sagen, bauen wir das oder berücksichtigen wir das gar nicht bis kaum. Weil ganz einfach ein Dividendenabschlag, Ex-Dividende, letztendlich auch ein psychologischer Effekt ist. Wenn ein Unternehmen beispielsweise, da werden wir einige sprechen, sagen wir mal BMW 6-7% ausschüttet, klar bekommt der Aktionär die Summe natürlich dann auch entsprechend ausgezahlt. Der Kurs wird um diesen Wert bereinigt. Aber dann, das sehen natürlich dann etliche, gerade wenn wir uns so über die großen Standardaktien im DAX oder MDAX anschauen, dann kommen natürlich diejenigen und die sagen, okay, jetzt ist der Wert optisch beziehungsweise an der Börse günstiger jetzt aktuell notiert und schlagen dann zu. Das heißt also, natürlich sehen wir sofort dann ab einer bestimmten Uhrzeit den Dividendenabschlag. Aber im Grunde ist es eigentlich so, dass sich das dann bis zum Ende des Handelstages mehr oder weniger dann wieder ausgleicht. Ja, das heißt, es gibt durchaus Tage, wenn wir eine positive Markttendenz haben, dass
nach dem Dividendenabschlag der Wert sogar, sagen wir mal, unverändert und sogar im Plus schließt, weil dann kommen die Schnäppchenjäger, dann kommen die, die sagen, okay, ich habe jetzt den Dividendentermin verpasst, will aber trotzdem gerade den Wert jetzt billig einkaufen. Wenn die Markttendenz aber negativ ist, dann kann es natürlich passieren, dass der Wert dann letztendlich doch im Minus schließt. Aber letztendlich unter analytischen Gesichtspunkten kann man den Dividendenabschlag, sagen wir mal, fast ja, links liegen lassen. Ja, dann fangen wir mal mit unseren Aktien an. Ja, eine Aktie, die ich aus Dividendensicht extrem schätze, weil sie wirklich seit Jahren immer gleiche oder steigende Dividenden zahlt, ist die Allianz. Ja, wir haben jetzt hier mal den Langfristchart. Wir hatten jetzt in der Spitze so, ja, einen Mehrfachangriff auf die 235, 236 Euro. Jetzt wiederum Dividendenabschlag seit Herbst. Jetzt sind wir bei den 220 Euro ungefähr gelandet. Aus meiner Sicht natürlich wieder eine Gelegenheit, schon mit Blick eben auf das nächste Jahr, wo wir wiederum mit einer attraktiven Dividende rechnen können, einzusteigen. Wie beurteilst du die aktuelle Lage? Wann würdest du bei der Allianz zugreifen? Auf alle Fälle ist, das ist natürlich auch für mich jetzt wichtig, der jetzt sich ja auch ja, letztendlich mit Aktien beschäftigt, die sich in einem Trend befinden, natürlich dann in einem Aufwärtstrend. Und das weist die Allianz-Aktie auf mittelfristig. Ne? Wir reden jetzt hier und wir schauen uns ja hier die sogenannten Wochencharts an. Und da ist es natürlich sehr wichtig für mich, dass ein Wert, auch wenn ich fundamental vorgehe, über seinen 50-Wochen-Durchschnitt exponentielle Berechnung liegen. Und das ist bei der Allianz-Aktie der Fall. Dann nehme ich meistens noch einen kürzeren Durchschnitt, den 10-Wochen-Durchschnitt. Ja, und das heißt also, wenn beide gleitenden Durchschnitte steigen, ist der Trend intakt. Und das ist aktuell der Fall. Ist es denn schlimm, wenn der Wert mal so bis auf 208, 205 Euro zurückfällt? Nein. Das heißt, wir riskieren nicht den Aufwärtstrend und dafür bekommen wir den Wert natürlich dann auch wieder billiger im Vorfeld oder in Anbetracht der nächsten Dividendenzahlung. Und da gehen wir mal davon aus, dass Allianz auch da wieder ziemlich großzügig ist. Und ich sehe das genauso. Für mich ist natürlich das Kursziel, da der mittelfristige Aufwärtstrend intakt ist, der liegt so bei 232, 236 Euro. Das heißt also, wenn ich so bei 208 einsteige, bis 236. Das ist für Allianz, was ja auch viele Jahre so als Witwen-Waisenpapier immer verschrien wurde, ist das doch eine Rendite plus Dividende. Ich persönlich muss sagen, das würde mir sehr gut gefallen. Also, Richtung der nächsten Wochen sollte eine Allianz mal in Richtung 210 abkippen. Dann wäre nicht nur die Dividende noch mal ein Stück höher als sowieso heute schon, sondern auch die Aussicht auf ein Potenzial, was den Kurs angeht, von 10, 15%. Das sieht doch ganz attraktiv aus. Ja, gehen wir mal zur nächsten Aktie. Wir machen es alphabetisch. Es ist also keine Wertigkeit dabei, sondern einfach der Reihe nach. Eine BASF, auch ein klassischer Dividendenwert, hat natürlich aktuell ja Probleme, hohe Energiepreise. Natürlich investiert man viel jetzt auch außerhalb von Deutschland, eher in China, eher in den USA. Man sieht hier im Langfristchart, dass man versucht, hier im Bereich um 45 Euro und Boden zu bilden. Wir hatten ein Doppeltief im Bereich ja so bei 38 Euro. Das ist so Worst-Case-Szenario. Technisch 3,40 € Dividende gab es für dieses Jahr. Analysten gehen auch aus, dass diese Dividende auch fürs kommende Jahr bezahlt wird, weil obwohl natürlich die Geschäfte fundamental ein bisschen schwierig sich gestalten, sollte die Dividendenkontinuität hier beibehalten werden. Ja, wie siehst du aktuell BASF unter technischen Gesichtspunkten? Ja, das dürfte jetzt nicht allzu sehr verwundern. Und da schaue ich nochmal auf den Wochenchart. Also so kurzfristig ist jetzt die Betrachtung auch nicht. Da sieht es wirklich nicht allzu rosig aus. Ja, natürlich, klar, BASF investiert verstärkt in China. Aber was ist, wenn jetzt die ja, Volkswirtschaft im Reich der Mitte jetzt auch nachlässt? Ja, dann haben wir natürlich dann auch in dem chinesischen Absatzmarkt ein Problem. Und die Frage ist ja nochmals, was machen die Vereinigten Staaten? Wie gut ist jetzt wirklich die Konjunktur oder driftet die auch natürlich nach unten ab?
Also, zyklische Werte, dazu zählt die Chemiebranche ja nun mal, und wir kommen ja auch gleich zur Automobilbranche, die haben es natürlich dann in so einem konjunkturellen Umfeld äußerst schlecht, und das nehmen die Aktionäre vorweg. Das heißt, mit anderen Worten, kurzum gesagt, ich sehe jetzt hier im Bereich so bei 45, 44, so eine Unterstützungszone. Da bewegen wir uns aktuell im Mittelfristchart drauf zu. Mich würde es aber auch nicht allzu sehr verwundern, weil wir ja auch natürlich mit dem Chart arbeiten, weil wir natürlich auch mit anderen Instrumenten wie Indikatoren arbeiten. Also wie gesagt, ein Test des Tiefs so im Bereich von 38 würde mich persönlich nicht wundern. Natürlich ausgehend jetzt von den aktuellen Notierungen sind wir noch ein gutes Stück davon entfernt. Aber ich bin ganz ehrlich, man muss ja nicht alle Dividendenstars auf einmal kaufen. Hier bei der BASF-Aktie würde ich mir vielleicht doch ein bisschen Zeit lassen, die den Wert auf die Watchlist setzen, sagen, okay, so ein Bereich von 40, wenn wir vielleicht die 38 sehen, wäre noch schöner. Da steige ich ein, und da natürlich, da ist die Erfolgsformel logischerweise hohe Dividende plus dann hoher Kursaufschlag. Ja, wenn die 38 als Unterstützung hält, dann kommen wir wirklich sehr günstig in die Aktie der Badischen Annalinen und Sodafabrik, so die richtige Bezeichnung dann auch dran. Und wie gesagt, also aktuell bin ich ganz ehrlich, aus technischer Perspektive drängt sich ein Engagement erst einmal nicht auf. Und das ist das Schöne an dieser Kombination von fundamentaler Betrachtung, von technischer Betrachtung, vielleicht auch mit dem Blick voraus, ja, natürlich aktuell, wenn China nicht ins Laufen kommt, wenn die USA vielleicht auch noch mal ein bisschen Gas rausgeht, dann kann es natürlich im Bereich einer Herbstkonsolidierung bei BASF auch noch tiefer gehen. Dann verabschieden sich Investoren aus so einer Aktie. Dann sind solche Kursziele erstmal kurzfristig von 40, vielleicht auch 38 Euro möglich. Wer dann fundamental über den Tellerrand hinausschaut und vielleicht davon ausgeht, dass China wieder monetär die Wirtschaft stürzt, wieder antreibt, die USA vielleicht auch das Wort Zinssenkungsfantasie wieder spielen lassen, wieder auch ein bisschen die Wirtschaft generell weltkonjunkturell anzieht, dann ist natürlich auch wieder Kursfantasie in so einer Aktie. Von daher, das ist so diese Gedanken, die man sich als Investor machen kann. Von daher unterstreiche ich auch hier den Ansatz von Christian. Ich muss aktuell nicht zwangsläufig rein. Ich nehme den Titel auf die Watchlist. Ich platziere vielleicht auch zwei, drei Einstiegslimit. Vielleicht eins bei 42, eins bei 40, eins bei 38. Dann habe ich einen schönen Mittelkurs und spekuliere dann auch auf ein Comeback der Weltwirtschaft. Ja, kommen wir jetzt zum Automobilsektor. Ja, eigentlich muss man ja sagen, hat BMW, hat auch Mercedes in der jüngsten Krise eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass man trotz ja, schwierigem Absatz auch Geld verdienen kann. Jetzt haben wir die BMW in der Spitze gehabt, ja bei 115 Euro. Jetzt ging es wieder zurück auf die 100 Euro. Da ist auch in etwa die 200-Tage-Linie, da gibt es auch fundamental eine Unterstützung. Ja, wie siehst du die kurzfristige Lage bei BMW? Kurzum gesagt, ja, letztendlich steht und fällt die weitere Entwicklung mit der 100-Euro-Marke. Warum? Weil ganz einfach, das ist ja wirklich nicht nur eine psychologische Marke. Nein, aber weil es da geht es auch wirklich darum, können wir den dreistelligen Kursbereich verteidigen oder nicht, und oder müssen wir sogar wieder darunter gehen. Also wie gesagt, um die 100, das haben wir bei der BMW-Aktie schon öfter gesehen. Da streiten sich Bullen und Bären ganz gerne. Und wir sehen auch, wir haben ja auch so ein Hoch aus dem Jahr 2022 bei 100,42 €. Da haben wir jetzt in der vergangenen Woche so ja, minimal um 20, 25 Cent runtergeschlossen. Es geht um die 100 Euro-Marke. Und das muss natürlich der Anleger berücksichtigen, weil ich bin ganz ehrlich, wenn wir diese Marke reißen, dann geht es mal so in Richtung 96, was aber auch jetzt kein Beinbruch wäre. Letztendlich, und das ist erfreulich an der BMW-Aktie, wir haben hier den sogenannten exponentiellen 50-Wochen-Durchschnitt. Ja, das entspricht so ungefähr dann dem 200-Tage-Durchschnitt. Der steigt, die BMW
BMW-Aktie fährt noch darüber. Ja, und hatte sich im Grunde eigentlich unlängst so im, ja, im Juni, Juli dieses Jahres sich schon zu weit von dieser Linie entfernt. Und das ist ja immer, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, was immer also auch als Ratschlag, als Tipp natürlich immer mitgegeben werden kann, wenn ich einen Wert, auch wenn ich nur fundamental einschätze und auch fundamental kaufe. Wenn ich aber sehe, dass ein Wert sich zu weit von seinem gleitenden Durchschnitt nach oben, aber auch nach unten entfernt, dann, ja, das sind nun mal die Naturgesetze an der Börse, kommt es zu einer raschen Gegenbewegung. Und das war bei der BMW-Aktie zu sehen. Wir notieren überhalb der 50er gleitenden Durchschnitt. Die verläuft aktuell so, da muss ich erstmal meine Maus wiederfinden, so bei 97. Also wie gesagt, um die 100 geht's, mal bis 97, 96 mal runter. Das wären eher Kaufkurse. Das heißt also, der mittelfristige Aufwärtstrend wäre dann immer noch intakt. Auch hier wieder. Dann hätten wir natürlich günstiger eingekauft plus Dividende und das Herz des Anlegers schlägt höher. Und dann auch wieder diese technische Überlegung mit der fundamentalen Blick nach vorne. Wir haben Nachholbedarf im Automobilbereich und sollte die Konjunktur sich insgesamt stabilisieren, dann werden auch wieder vor allen Dingen die Oberklassenfahrzeuge aus Deutschland gekauft. Ja, früher, Christian, du kommst ja auch aus der fundamentalen Ecke. Ja, die Versorger aus Deutschland, das waren Witten, Waisenpapiere, jeder Rentenfonds wollte so Aktie da auch da haben wegen den Ausschüttungen. Da geht es jetzt allmählich wieder zurück, damit, nachdem wir die Atomwende irgendwie abgewickelt haben und sich die Versorger wieder auf das Bereitstellen und Verkaufen von Energie, von Strom konzentrieren. Von daher eine E.ON aus meiner Sicht sehr, sehr interessant. Ja, wir waren in der Spitze dieses Jahr auch schon auf dem Weg Richtung 12,50 Euro, aktuell wieder im Bereich 11 Euro, aber da ist eine ordentliche Unterstützungszone. Ja, ich sehe erstmal, ich mache erstmal, was der Anleger beachten sollte, wenn wir den Wert ins Depot legen wollen. Ich teile das genauso. Es sieht sehr interessant aus bei E.ON. Bisschen besser fundamental betrachtet gegenüber RWE. Ja, und hier muss ich ganz einfach sagen, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesehen, jetzt zuletzt in diesem Sommer, aber auch schon im Dezember 2021, Januar 2022. Das ist der Bereich bei 12 Euro. Und hier schauen wir uns wirklich das ganz große Fenster an. Also das ist das Big Picture auf Monatsbasis, den Langfristchart. Und da sieht man wirklich sehr schön, dass die E.ON-Aktie so im Grunde seit dem Jahr 2018 zwischen 7,90 Euro und 12 Euro tendiert. Das ist natürlich eine recht breite Kursspanne. Aber die Spanne, das bedeutet auch, wenn ich am unteren Ende gekauft habe und am oberen Ende verkauft habe, habe ich immer so meine 4, 5 Euro pro Aktie doch an Schnitt gemacht. Und jetzt sehen wir aktuell, wir waren jetzt unlängst wieder im Mai so über 12 Euro, aber letztendlich im Monatschart konnten wir diese Hürde nicht bezwingen. Wenn wir aber davon ausgehen, und ich kann der Aktie das durchaus zutrauen, dass der Wert noch wieder verstärkt halt sich wieder in die Depots reingelegt wird, dann wie gesagt oberhalb von 12 Euro. Und dann bin ich ganz ehrlich, dann kann es rucki zucki in Richtung 15,50 Euro, 16,60 Euro gehen. Da sehe ich die nächsten Widerstände. Ne, man muss erstmal natürlich betrachten, wo kommt die Aktie her? Ja, hier im Langfristchart, da sehen wir Notierungen aus dem Jahr 2008 von über 50, 51 Euro. Also das ist ein Wert, der dann wirklich deutlich Aufwärtspotenzial hat. Letztendlich natürlich, klar, hier sollte man immer natürlich beachten, wir haben jetzt hier die nächste sehr wichtige Marke, nicht die 100-Marke wie beim BMW, sondern hier die 10-Euro-Marke, die uns natürlich erst einmal so ein bisschen Rückendeckung gibt. Das ist zu beachten. Wenn aber jetzt im schlimmsten Fall mal vielleicht auch in Folge des Sommerlochs, ne, der DAX notiert ja aktuell in einer eher saisonalen Schwächephase und die kann bis Oktober andauern. Im schlimmsten Fall, wenn es mal so Richtung 8 Euro geht, ja, dann wären das für mich im Grunde eigentlich Kaufkurse. Aber letztendlich, wenn ich den Trendfolgeansatz verfolge, plus natürlich auch der Aussicht auf die Dividende, also überhalb von 12 Euro, da bin ich ganz ehrlich, da wird der Wert auch bei mir ins private Depot kommen. Also, Strom brauchen wir, da steht fest, egal was in Berlin gezaubert wird. Ja, gehen wir mal zur nächsten Aktie. Auch klassische Dividendenaktien sind eigentlich Telekom-Anbieter. Ja?
die höchste Dividende in dem Bereich oder mit die höchste schüttet Freenet traditionell aus, ja. Charttechnisch, wenn wir uns den langen Chart anschauen, sieht die Aktie extrem langweilig aus. Aber wir sehen uns, wir bewegen uns aktuell da eher im unteren Bereich der langfristigen Spanne. Da könnte es auch aus kurstechnischer Sicht wieder spannend werden. Deine Einschätzung, Christian? Ja, man muss natürlich sagen, wir schauen immer bei IG, mein Kollege Salbomidi und meine Wenigkeit, immer unter dem Begriff, wohin fließt das Geld, welche Sektoren sind aktuell gefragt oder halt nicht. Und der Telekommunikationssektor war gerade in Zeiten steigender Zinsen sehr beliebt bei den Anlegern. Das hat sich ja nun mal jetzt etwas gewandelt. Jetzt kommen ja auch wieder, trotz der aktuell etwas trüben Aussichten in China, wieder so die zyklischen Werte zurück. Und da sieht man doch sehr schön so im Anfang Mai 2023, also ist noch gar nicht so lange her, da stand die Aktie im Hoch im Mai schon bei über 26, fast 26,5 Euro. Und dann hat die natürlich diese Sektorenrotation eingesetzt und gerade die Freenet-Aktie ist so richtig ordentlich verprügelt worden. Fakt ist, der Wert liegt hier unter einer sehr wichtigen Unterstützung im Wochenchart. Die Unterstützung liegt hier so bei 21,60, die letztendlich jetzt hier so Ende Juli ja verloren gegangen ist, dann Anfang August wieder zurückerobern. Aktuell liegen wir drunter. Das heißt also, hier sieht man sehr schön, wie Angebot und Nachfrage an der Börse, wie Angebot und Nachfrage gerade bei Freenet jetzt aktuell aufeinanderprallen. Kurzum gesagt, bei einer Rückeroberung der Marke von 21,60 geht's dann auch, kann es auch ganz schnell wieder in Richtung 22,5 gehen. Wehe aber, Jürgen, das muss man natürlich auch jetzt hier mal an der Stelle sagen, wenn wir die Marke bei 21,60 nachhaltig wieder preisgeben, dann kann es wirklich wehtun. Wenn man den Wert hat, dann kann das Tief bei 18,62 dann auch erreicht werden. Ja, das heißt natürlich, klar auch, ich kann jetzt natürlich mit einer hohen Dividendenrendite natürlich jetzt, was die Kapitalströme, den Kapitalzufluss in mein Depot angeht, natürlich wunderbar steuern. Man darf sich oder man muss sich aber auch natürlich klar sein, wenn ich mir jetzt eine Aktie wie Freenet ins Depot lege, die doch aktuell eher im freien Fall ist, dann muss man sich natürlich auch im Klaren sein, dass logischerweise die Kursverluste, die Dividendenzuflüsse natürlich übersteigen können. Und das wäre natürlich für mein Depot nicht allzu gut. Also gerade so einige konservative Titel, die wir jetzt besprochen haben, da bin ich ganz ehrlich, die würde ich eher bevorzugen, weil eine Freenet sehr volatil ist. Und wenn wir uns anschauen, wir sind von 26,5 Euro bis auf fast 20 Euro innerhalb ja weniger Monate gefallen. Das ist schon eine Menge. Natürlich, klar, für die Optimisten, hier besteht aber auch Aufheldpotenzial. Also nochmal kurzum gesagt, es dreht sich hier um die 21,60. Das ist so jetzt hier der Dreh- und Angelpunkt. Das sollten die Zuschauer sich in den nächsten Tagen und Wochen diese Marke ganz genau beobachten. Also meine Empfehlung dazu ist, ich gehe davon aus, dass wir wirklich uns nochmal nach unten orientieren bei der Aktie und dass das dann echt diese Chance ist für Dividendenschnäppchen, dass wir die 20 nochmal brechen, vielleicht Richtung 19 gehen. Von daher dann als Beimischung im Dividendendepot, ja, dann habe ich ein bisschen eine stabile Dividende oder eine Aussicht auf eine gute Dividende plus auch wieder Erholungsfantasie in der Aktie. Das wäre meine Empfehlung. Ja, kommen wir zum zweiten Autobauer der Oberklassen im DAX, nämlich Mercedes. Auch hier sehen wir im Langfristchart diese Hürde bei 80, bei 75 bis 80 Euro. Da versuchen wir mehrfach drüber zu kommen. Sind wir wieder abgeprallt, wieder nach unten orientiert. Ja, und jetzt geht es darum, wo kann sich die Aktie stabilisieren? Was ist da zu beachten? Im Grunde ein sehr interessanter Wert. Die Frage ist ja für viele Anleger. Ne? Wir haben jetzt gerade die zwei Dividendenkönige BMW schon gesehen, beziehungsweise jetzt sehen wir uns auch jetzt, schauen wir uns jetzt auch die Mercedes-Benz-Aktie an. Aber welcher Wert
will ich ins Depot legen. Ne? Und wenn man sich da so jetzt mal andere Instrumente und Werkzeuge in der Chartanalyse, in der Technolyse anschaut, da hat aktuell die BMW-Aktie noch, was die Performance der letzten 3 Monate angeht, die Nase vorn. Aber trotzdem, wir haben ja gesehen, BMW ist angeschlagen. Mir gefällt aktuell Mercedes-Benz viel mehr, weil wir haben es bislang in der jüngsten Vergangenheit geschafft, den steigenden exponentiellen 50-Wochen-Durchschnitt mehrmals zu verteidigen. Und immer wenn uns dies gelungen ist, dann ist der Wert davon nach oben abgeprallt und es folgten deutliche Kursgewinne. So, was ist jetzt aktuell diese Woche? Der gleitende Durchschnitt liegt aktuell bei 68,60 circa und wir haben aktuell einen Kurs hier bei 68,5. So, das heißt also, bis Freitag, bis zur Schlussglocke, sollte die Mercedes-Aktie am liebsten oberhalb dieses 50-Wochen-Durchschnitts liegen, da aus dem Handel gehen, dann muss man ganz einfach sagen, wenn uns das gelingt, vielleicht legen wir da noch einen Schnaps drauf, das heißt so 2-3% oberhalb des gleitenden Durchschnitts, dann wäre das definitiv ein Kaufsignal. Das heißt also kurzfristig in Anführungsstrichen könnten wir darauf setzen, dass wir dieses Widerstandsniveau, was du schon genannt hattest, so im Bereich 75, 80, 76 Euro dann auch wieder sehen. Und wenn uns dann auch noch der Sprung über 76, 75, 76 Euro gelingt, dann bin ich ganz ehrlich, dann geht es in Richtung 90 Euro. Also wie gesagt, die Mercedes-Benz-Aktie gefällt mir aktuell sehr gut, weil wir auch hier ein recht interessantes Chancen-Risiko-Verhältnis haben. Wenn also der gleitende Durchschnitt unterschritten wird, wenn dann auch noch der Aufwärtstrend, was man im Wochenchart sieht, bei 67 Euro auch dann noch der Angebotsseite in die Hände fällt, dann bedeutet das, da muss ich meinen natürlich logischerweise auch meinen Stop platzieren, damit ich nicht wieder in Richtung 50 Euro gehe, was durchaus jederzeit passieren kann, weil Automobilwerte bleiben zyklisch, äußerst zyklisch. So, das heißt also, wenn ich davon ausgehe, unter von 67, was nicht so weit weg ist, naja, vielleicht würde ich eher so bei 60 Euro den Stop platzieren für die, die mittelfristig unterwegs sind. Aber letztendlich der 50-Tage-Durchschnitt, 50-Wochen-Durchschnitt, der muss verteidigt werden. Gelingt uns das, dann ist das erste Etappenziel 76, das zweite Etappenziel, wenn dieser Widerstand fällt, 91. Kurzum gesagt, Jürgen, Mercedes gefällt mir aktuell, wenn wir von einem Sommerloch ausgehen, noch am besten. Und langfristig natürlich, aus meiner Sicht, wird es völlig egal sein, ob in 10 Jahren eine Batterie unter der Motorhaube ist oder der Warp-Antrieb oder sonst was. Der Stern ist immer noch ein Zeichen für Wohlstand, für ein Statussymbol einfach. Von daher mache ich mir da um Mercedes keine Sorgen. Ja, zum Schluss schauen wir uns eigentlich noch die technisch mit Abstand stabilste Aktie an, die wirklich sehr, sehr stark läuft, auch in diesem Jahr. Was natürlich ein bisschen negativ auf die Dividendenrendite, also die Aktie mit der niedrigsten Dividendenrendite, aber die Aktie, die am längsten von allen vorgestellt, und zwar seit 1969, kontinuierlich die Dividende wenigstens gleich gehalten oder gesteigert hat, nämlich die Münchner Rück. Und die Aktie im Langfristchart ist natürlich ein Traum. Ja, sie zieht auch aktuell weiter nach oben. Und jetzt schauen wir auf die Analyse von Christian. Im Grunde brauche ich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Jürgen hat es eigentlich schon vorweggenommen. Von den 7 Werten, von den 7 glorreichen, würde ich ganz einfach sagen, gefällt mir die Münchner Rück aus technischer Sicht am besten. Ja, das heißt, für mich als Anleger, und da würde ich jetzt mit Jürgen natürlich jetzt darüber vielleicht auch noch in Streit geraten, aber ich sage ganz einfach, der Wert hat einen intakten, nicht kurz, nein, mittelfristig bis langfristigen Aufwärtstrend. So, das heißt also, auch wenn ich vielleicht eine geringere Dividende bekomme, dafür setze ich doch eher dann auch darauf, dass auch in den nächsten Wochen, Monaten der Kurs steigt und ich letztendlich einen Kursgewinn habe, plus natürlich eine Dividende, wenn gleich nicht so üppig. Also letztendlich gesagt, das ist ein Wert, der mir sehr gut gefällt, der wirklich auch nochmal kurz davor steht, letztendlich nochmal ein Kaufsignal zu generieren. Hier letztendlich gesagt, mein Kursziel, wir sind aktuell bei 351, da sind noch gut 10, ja, mindestens
10% drin. Also mein Kurs für die nächsten Wochen, Monate liegt hier bei der Münchner Rückaktie bei 378 Euro. Also wie gesagt, da ist noch Luft nach oben drin. Also, das ist doch ein schönes Schlusswort, eine Aktie, wo man sagt, okay, ich kriege eine schöne Dividende, die hat noch Kurspotenzial, auch kurzfristig sogar, da mache ich nichts falsch und die Aktie gehört sowieso, wie auch eine Allianz aus meiner Sicht, in jedes gute Dividendendepot. Ja, Christian, es war wieder sehr, sehr schön mit dir hier diese 7 Aktien zu beleuchten. Es ist einfach immer ein Mehrwert für alle und deswegen alle da draußen, denen das Video gefallen hat, wäre natürlich schön, wenn ihr uns einen Daumen da lasst, dass es euch gefallen hat, dass ihr natürlich unseren Kanal abonniert, auch ganz wichtig. Also macht irgendwie ein Google-Konto oder Gmail oder egal was, damit ihr hier auch kommentieren und mitchatten könnt. Und wenn ihr demnächst auch andere Themen hier mal beleuchtet haben wollt, bitte hinterlasst uns einen Kommentar unter dem Video, was Christian und ich vielleicht demnächst mal hier analysieren. Ja, Christian, vielen Dank an dich, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast. Und wir sehen uns demnächst sicherlich wieder. Auf alle Fälle. Sehr gerne. Vielen Dank. Und euch, liebe Zuschauer, eben auch noch einen schönen Tag.